Ich denke, kein Mensch ist nur auf eine Weise existent. Also wir haben alle verschiedene Facetten und die dürfen wir auch alle ausleben. Und ich bin dann ganz, ganz, ganz großer Freund von, dass man sagt, ich muss nicht in irgendeine Schublade passen. Ich darf heute so sein, morgen so. Ich darf auch in dieser Minute so sein, in der nächsten Minute schon wieder anders. Also Sachen ausprobieren. Und ich zum Beispiel bin ein wandelnder Widerspruch eigentlich. Aber wer ist das denn nicht? Also ich meine, einerseits habe ich Maschinenbau studiert, dann bin ich aber irgendwie auch eine sehr kreative Person. Ich liebe es, mich dreckig zu machen, Sachen zu bauen, im Schlamm zu spielen, sage ich mal. Auf der anderen Seite liebe ich Schmuck und Nagellack. Also wir müssen nicht auf eine bestimmte Weise sein. Wir dürfen all diese verschiedenen Facetten kombinieren. Und das macht uns doch gerade so spannend. Und deswegen finde ich eigentlich auch, dass dieses ganze Leute in Schubladen packen wegen eines Merkmals, weil sie eine Behinderung haben, weil sie eine Fehlbildung haben, irgendwas. Das ist ja so ein minimaler Bruchteil von dem, was uns als Person ausmacht.